vielleicht finalen Folge von Star Wars Outlaws. Also zumindest storytechnisch. Wir müssen im Casino hier entrinnen. Versuchen das natürlich, aber mit unserer Lebensleiste ist das echt nicht geil, sage ich euch ehrlich. Das gefällt mir gar nicht. Wir gehen diesmal mal hier so rechts rum. Vielleicht ist das hier einfach sicherer. Ja, bisher haben wir immer nur mies aufs Maul bekommen hier. Ich treffe die aber auch nicht, ne? Warum wurde ich denn ebenso beschossen? Jetzt gar nicht mehr. Check ich auch nicht. Oh, fuck. Nur der? Nur der. Heil dich! Von wo kam der Schuss? Ach, sorry. Nein, nimm doch das Shuttle. Wie wär's, wenn ihr aufgebt? Los, los, los! Was? Das ist doch nicht vorbei. Ist das alles? Der hat ein Schild an. Damit. Wo ist der letzte Generator? Nein! Jetzt nicht! Jetzt nicht! Jetzt nicht! Jetzt nicht! Jetzt nicht! Entdeckung, Entdeckung. Wo ist denn der letzte Generator? Da. Einfach durch, oder? Scheiß drauf. Das wollt ihr nicht. Ja. Junge, Junge, Junge. Und weg hier. Darauf erstmal eine Müller Fruchtbuttermilch, ey. Meine Güte, was war das denn, ey? So, was nun? Diese Aktion wird alles verändern. Wo ist die Beute? Das ist besser. Slaves Datenbank. Imperiale Zugangscodes, laufende Operationen, Basisbaupläne. Und Sliros private Sammlung von Erpressungsmaterial über fast jeden hochrangigen Offizier des Imperiums. Daten, von denen seine Freunde beim ISB keine Ahnung haben. Hey,
Du hast gesagt, die Rebellion bekommt Zugriff und niemand wird verletzt. Gibt's hier irgendjemand, der mir nicht in den Rücken fällt? Aber ehrlich. Slero hat Millionen des ISB in Serek Besh investiert. Er wollte Unterweltnetzwerke nutzen, um Rebellen zu jagen. Es ging schief, aber irgendwie erschuf er dabei eines der mächtigsten Verbrechersyndikate der Galaxis. Du willst Serek Besh? Ich habe den Kodex. Ich habe Asaras Rebellennetzwerk. Und im Gegensatz zu Slero gebe ich dem Imperium alles, was es will. Und Dicker! Was hast du immer mit Slero? Ich wende nur das Blatt, Kay. Du kannst gehen, sobald Serek Besh ihm gehört. Kein Todesmal mehr, wie geplant. Hm. Und Asara? Okay. Neuer Plan. ND5. Oha. Hey, lass das! Du hast das Ziel aus den Augen verloren, Kleine. Das bin nicht ich, Kay. Digga. Oh, ich hasse diesen Wichser so sehr, der das dem Imperium da alles geben will. Ich hab gerade den Namen verloren. Ach, Digga. Was ein räudiger Köter, Digga. Was ein Hurensohn. Meine Fresse regt er mich auf. Ich würde dem so gern das Nutella-Brot wegessen. Meine Fresse. Ist das ein räudiger Hund? Hey, Bram. Hey, Kleine. Ich, halt sonst keine Reden, aber ich versuch's. Wir wissen beide, dass du nicht für so eine Art Leben gemacht bist. Aber ich hab kein anderes. Wenn du bei mir bleibst, überlebst du mich. Du bist ein gutes Mädchen. Aber vergiss nicht, dass in dieser Galaxis nicht immer jemand für dich da sein wird. Du kannst das Zimmer behalten, bis du weißt, wie es weitergeht. Schon gut. Alles Hurensöhne in dieser Unterwelt. Die Mutter ist auch, die ist richtig unten durch. Aber der, wie heißt der, Raven oder irgendwie so? Also der ist der räudigste Köter von allen. Der arme Rebellenfreund da, der hat sich richtig gefreut. Erfolg freigeschaltet. Konzentriert bleiben. Schließe alle Hauptquests in Kanto Byte ab. Auch wichtig, dass es in Kanto Byte heißt und nicht auf Kanto Byte, weil der Planet heißt ja Kanto Byte. Nettes Detail. Aber das hier ist richtig räudig gerade. Wo sind wir? Domatoma Disto, Huayaba Suja Revelator. Dir geht's gut. Ob der da reinpasst? Wie habt ihr mich gefunden? Rico. Chitinkaoto, Satauba. Wir haben ihr Shuttle geklaut und kamen so schnell wie konnten. Und jetzt haben wir dich und hauen wieder ab. Danke, euch beiden, aber ich gehe nirgendwo hin. Chichiwamake. ND steht immer noch unter Jaylens Kontrolle. Jaylens Vollstrecker lange bevor wir überhaupt ins Spiel kamen. Und ohne ihn wärst du jetzt in einem imperialen Labor. Und du im Knast auf Kijimi. Ja, es lief schlecht. Aber ND ist der Einzige, der nicht einfach so gehen kann. Nimm das. Und lass dich nicht sehen. Ankh, versteckst du ein paar Präsente? Twamabola? Du tut dies.
Wenn du ihn findest, ramm das in seinen Hemmbolzen und ND5 ist frei. Erstmal suchen du und ich die Brücke. Und die Plastoidköpfe, die uns umzingelt haben? Sicherungspunkt erreicht. Beweg dich, Abschaum! Sachte! Darf ich als Sturmtruppler rum? Ja! Ja! Bleib bei mir! Was? Nein, du bleibst bei mir! Ich bin die mit dem Blaster! Wie geil wäre das, so ein Spiel zu haben? Oder so als Sturmtruppler so Missionen machen muss für das Imperium. Das wäre geil, oder? Dann so, keine Ahnung, Schlacht vom Mimban oder so. Oder von mir aus auch, manche Missionen kannst du aussuchen, ob du als Pilot oder als Normaler machen kannst. Boah. Das bringt mich ja richtig auf Ideen hier. Oder du kommst nicht nah genug ran. Was, wenn er dein Bewegungsmuster erkennt? Dann werde ich erschossen. Schön, dass wir darüber geredet haben. Ganz unauffällig. Ich habe hier nur einen Gefangenen. Sehr originell. Müssen wir hier rechts? Er geht so dahin. Oh Gott, und dann noch an einem Offizier vorbei. Der wird uns ansprechen. Ja. Wohin bringen Sie den Gefangenen? Nur eine Standardverlegung. Es ist keine Verlegung geplant. Tatsächlich finde ich gar keine Akte zu diesem Gefangenen. Die Wahrheit sagen oder lügen? Eher lügen. Der Befehl kommt von ganz oben. Das wage ich zu bezweifeln. Nee. Hören Sie, ich tue nur, was man mir sagt. Sie wollen Probleme machen? Gut. Aber dann tragen Sie das mit dem ISB aus. Der Befehl kommt vom ISB? Oh ja. Fragen Sie sie. Die würden bestimmt gern wissen, warum Ihr Gefangener sich verspätet. Vielleicht fangen Sie auch an, ihn Fragen zu stellen. Sie unter die Lupe zu nehmen. Nein, das wird nicht nötig sein. Gehen Sie weiter. Ja, gut. Vor allem, er geht einfach schon weiter. Gut gemacht. Die sind genau wie die Polizei im Kanto. Ja. Das ist vermutlich. Kannst du auf die Konsole zugreifen? Wir müssen ND5 finden. Klar. Aber wie komme ich an sie ran? Darum kümmere ich mich. Pass du auf, dass du nicht gesehen wirst. Da ist eine Sicherheitskamera, ne? Die Kamera, okay. Kannst du sie ausschalten? Wenn ich nur wüsste, wie... Ah, ich kann ja reingehen, ne? Ich werde ja nicht gesehen. Dann da oben, ne? Da, wo das gelbe Kabel hingeht. Also gut, niemand sieht zu. Da ist garantiert noch ein Offizier drin. Sicher, ich kümmere mich darum. TK 454, wo sind Sie? Sie wurden... TK 454. Schlecht dastehen. Oh, du wirst aber besser als Sturmtruppler. Dankeschön. Ziemlich gruselig, ehrlich gesagt. Ruf einfach den Schiffsplan auf. Ich greife auf den Datenkern zu. Kannst du das irgendwie beschleunigen? Okay. Das wird dir nicht gefallen. Sliro? Was macht der denn hier? Oh. Hier steht, er wurde zu einer Konferenz gerufen. Konferenz auch noch. Das ist gar nicht gut. Wem gehört denn die Offenbarer? Ist das, seine? Sein Sternzerstörer? Riegle die Tür. Geh zum Turbolift, bevor er abfährt. Das läuft auf Sekunden. Junge, ich kann nicht sprinten. Ja, gut. Das schaffen wir. Sie werden abgelöst, Soldat. Was? Mir hat keiner was gesagt. Halten Sie nicht länger meine Zeit. Sie werden hier abgelöst. Gehen Sie. Ja, zu Befehl. Ich gehe. Hallo. Oh, Digga. Scheiße.
Ich habe noch nie ein so unorganisiertes Schiff gesehen. Geht es hier immer so zu? Ich fürchte ja. Beschämend. Ich sorge mich ernsthaft um den Zustand der imperialen Flotte. Das heißt aber, es ist nicht sein Schiff. Bitte fang jetzt keinen Smalltalk hier an. Diese Dreistigkeit, diese Anmaßung, dass es jemand wagt, mich vom anderen Ende des Imperiums herzubestellen. Wenn das nicht von höchster Wichtigkeit ist, rollen Köpfe. Ja, Direktor. Ja, Direktor. Ich finde es auch cool, dass er ein Direktor ist. Das erinnert mich sehr an Krennic natürlich. Krennic ist ja einer meiner Liebsten. Ich eskortiere Sie zur Brücke. Ich kenne den Weg. Ich brauche niemanden, der mir die Hand hält. Zu weit weg. Oh! Ich dachte, wir sollen dem nicht folgen, weil der andere schon so. Ich dachte, wir gehen da jetzt ein bisschen sneaky. Ich kenne den Weg. Ich brauche niemanden, der mir die Hand hält. Aber wir dürfen. Das ist dumm, Alter. So, oh. Direktor Barsha. Mir wurde zugetragen, dass es einen Sicherheitsvorfall gegeben hat. Nur eine Privatsache. Nicht, wenn Sie dabei achtlos imperiale Geheimnisse an den Feind verraten. Ich fürchte, der Imperator hat keine Verwendung mehr für Sie. Jaylen. Das Imperium nimmt Ihren Vorschlag an, Jaylen Rex. Sehr schick. Lass mich raten, der Pelz war deine Idee. Die Koordinaten der Rebellenbasis. Setzen Sie Kurs auf Akiva. Na. Vorschlag? Lord Vader ist ein harter Verhandlungspartner. Im Austausch gegen die Rebellen von Akiva und die Rückgabe einiger äußerst geheimer Informationen. Kannst du es dir wirklich nicht denken? Dein Vorschlag, Jaylen. Das Imperium übergibt mir Zerik Besh. Und dich. Er weiß es? Dass wir Brüder sind? Unwichtig vor. Du weißt ja nicht, was du getan hast. Ich weiß ganz genau, was ich getan habe. Die Klonkriege waren vorbei. Unsere Fabriken standen bereit, Tausende von Zerstörern für das Imperium zu bauen. Wir wären die reichste Familie auf Corellia gewesen. Ich tat, was ich tun musste. Du hast uns des Komplotts gegen den Imperator bezichtigt. Und wofür? Eine Beförderung? Wir hatten einfach alles, Lero. Junge, du Junge. Hattest alles. Hier überschlagen sich die Ereignisse. Aber ich war nur ein Fehltritt deines Vaters. Du hattest einen Platz an unserem Tisch. Ich hatte nichts. Nur ein Fehltritt deines Vaters. Du hast mich spüren lassen, jede Sekunde, dass du sein Liebling warst. Ich war der Erbe! Und wir waren Familie. Einfach beide erschießen. Tja. Du schuldest mir ein Imperium. Also nehme ich deins. Du kennst doch noch ND5. Bis auf die Narbe auf der Brust. Der für dich die ganze Familie verfolgte und umbrachte. Junge. Jedes Mal hast du... Und wir stehen da hinten nur als Sturmtruppler und gucken zu. Ich dachte, das fühlt sich besser an. Wegen das Blatt wenden, ha? All das nur aus Rache an deinem Bruder? Du weißt doch, Kay. Nichts schmerzt so wie Familie. Wenn du wegen des Kodex kommst. Ich komme wegen ND. Und ihm, schätze ich. Dein Ernst? Na dann, komm und hol sie.
Tja, wie haben wir uns das jetzt vorgestellt? Gedick, das lief nicht gut. ND hat mich gesehen und will mich jetzt töten. Alles klar. Ich suche den schnellsten Weg zum Hangar. Nein, ich habe immer noch den Hack. Ich werde nicht ruhen. Ich gebe nicht auf. Verschwinde, Kay, und hör nicht auf zu reden. Junge, 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 was geht denn jetzt hier ab? Es gibt nur einen Weg. Mein Gott, das ist ja gruselig. Folgt ihr uns wirklich? Gerade nicht. Ich hab mich verlaufen, Gedick. Du bist in der Nähe des Maschinenraums. Folge den Stromleitungen, dann findest du einen Turbolift. Gut, verstanden. Hey, es ist nicht schlimm aufzugeben. Du hast es versucht. Solange dein Hack funktioniert, habe ich noch eine Chance. Junge, Junge, Junge. War noch. Alter. Oh. Digga, willst du die Leiter nicht benutzen? Alter, hier überschlagen sich gerade so krass die Ereignisse. Ich bin ein bisschen sprachlos hier mit allem. Also ich finde es gerade total spannend, muss ich sagen. Mit Jalen. Du verstehst das nicht. Und dem Sliro. Ich will meine Crew. Muss ja gestehen, Sliro habe ich irgendwie echt gemocht. Sein Outfit war schon echt fresh. So als ISB. Aber dass das ISB zwischen Episode 5 und 6 noch so da ist, finde ich krass. Also vielleicht ist es auch nur, dass ich das falsch im Kopf hatte, aber ich dachte immer, das hätten die aufgelöst, so nach Rebels. Irgendwie. Gedenk, nach Episode 4. Wo bin ich? Den Plänen nach müsstest du die primären und sekundären Energiekerne der Deflektorschilde sehen. Über wie viel Energie reden wir da? Genug, um einen BX-Droiden zu betäuben, oder? Die Komponenten von ND5 sind abgeschirmt. Aber es sollte ihn immerhin aufhalten. Sag mir wie. Du musst beide Kerne hochfahren. Das löst eine Notfallentladung durch den zentralen Emitter aus. Verstanden? Hm. Ah, also ich schalte beide Kerne an, locke ND in die Mitte und es betäubt ihn? So ungefähr. Cool, wenn wir das Sturmtruppler-Outfit danach behalten können, aber ich glaube mal nicht. Oh Gott. Gott, was? Hui! Okay, gut, dass du es aus der Fluchtkapsel geschafft hast. Ja, ja. Aber du hättest fliehen sollen. Ich hoffe nur, dass ND5 die Sache nicht zu Ende bringt, bevor ich ankomme. Arschloch, ehrlich. Der Emitter! Ich muss die Konsole benutzen, um die Notfallentladung zu aktivieren. Nichts passiert. Irgendetwas stört die Kerne. Hier hoch. Hier durch. Oh. Gedick, ich bin am ersten Kern. Fahr ihn hoch. Wir brauchen so viel Leistung wie möglich. Ich schalte ihn frei. Er wird überleben, oder? Er ist ein High-End-Kampfdroide, Kay. Aber er ist alt. Keine Garantie. Hebel umgelegt halten. Wie lange denn? Aha. Bist du hier? Du kannst dich
mich nicht verstecken. Nee, das bringt nichts. Du machst zu viel Lärm, Kay. Ich habe dich gewarnt. Ich weiß, dass du hier bist. Es wird ja doch merken, wenn wir da ein Modul so hochschalten. Ah, das da können wir auch nicht. Das haben wir schon gemacht. Ich flehe dich an, ich habe das Ziel im Visier. Bisschen ablenken. Jetzt hier das da hochfahren. Lauf und blicke nie zurück. Komm, schneller. Ich kann nicht hören. Nichts hält mich auf. Keine Ahnung, wo er steht. Mach einfach schnell. Oh oh. Ich weiß, dass du da bist. Ziel gefunden. Jetzt können wir das hier machen an dem Computer. Gut, der erste Kern läuft. Okay, es ist sinnlos. ND5 ist mein Droide. Das war ja schon immer. Du irrst dich. Wirklich? Von hier sieht es nicht so aus. Ja, was soll ich denn machen? Soll ich hier abhauen oder was? Junge, 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 Junge. Runter. Du versuchst die Defektorkerne zu überladen. Warum? Ich will nur deine Sensoren stören. Es ist gelogen, Kay. Ich versuche, uns beide zu retten. Kay, du hättest nicht kommen sollen. Ich muss Jalens Befehle befolgen. Komm schon, Andy. Ich musste es versuchen. Nun belastet dein Tod mein Gewissen. Jo. Es gibt nur ein Ende. Jalen hat gewonnen. Andy, ich weiß, dass du das nicht tun willst. Ich will schon lange keine Rolle mehr. Du redest mit mir. Das heißt, du kannst dagegen ankämpfen. So funktioniert der Bolzen nicht, Kay. Na, irgendwie schon. Absolut. Kay, ich höre Blasterfeuer. Das heißt, du bist ganz in der Nähe. Und dein Tod auch. Abwarten, mein Freund. Alter. Was passiert hier nur, ey? Das alles, während wir noch im Hyperraum sind, nach Akiva, ne? Dürfen wir auch nicht vergessen. So, jetzt der andere Energiekern. Wo kommst du denn her? Ich habe deinen nächsten Schritt antizipiert. Ja, das stimmt wohl. Ich wurde zum Jagen und Töten gebaut. Du bist mehr als nur ein Kampfdroide. Okay, wenn du das glaubst, machst du dir selbst etwas vor. Ich kann erst aufhören, wenn ich dich habe. Ich habe es bedauert, dein Leben retten zu müssen. Willst du mich jetzt mit Ehrlichkeit töten? Du hast dich verändert, Kay. Du verdienst es zu leben. Aber keine Ahnung, wo er steht. Kommen, wenn du deinen Plan nicht aufgibst. Ich höre dich, Kay. Ich hab dich noch nicht einmal gesehen. Finde ich dich. Ich habe dich erfahrt. Du kannst dich nicht verstecken! Anscheinend ja doch so. Was immer du auch vorhast, es wird nicht funktionieren. Du machst zu viel Lärm, Kay. Scheint doch eigentlich ganz gut zu funktionieren bisher. Also wenn er jetzt... Aufhören, wenn ich dich habe. Na, jetzt schlau wäre, ne?
Würde er einfach nur an dieser Konsole warten. Weil er weiß doch, dass ich hier eigentlich nur hier nochmal hin muss, um das zu machen. Die Tür auf. Falsche Richtung, wa? Ja. Alter! Brutal. Ja, ich hätte nach links gemusst, das wusste ich nicht. Gedick, ich hab den zweiten Kern hochgefahren. Okay, jetzt zurück weiter. Zu viele Interferenzen. Ich muss ihn in die Mitte locken. Ich lauf doch schon so schnell ich kann. Na gut, Andy. Ey. Hier bin ich. Du gewinnst. Ich kämpfe nicht mehr. Aber ich weiß, dass das nicht du bist, sondern Jalen. Und jetzt? In die Falle hätte ich gerade auslaufen müssen. Weil hier gab es überhaupt einen Weg geradeaus? Ich muss mal kurz zurückgehen. Steht Lockin in die Falle. Wo denn? Also wie komme ich da hin? Hä? Also hier raus war schon richtig, da soll mich auch gerade nicht verfolgt, ne? Wie soll ich denn... Da kann ich nicht rein. Ich glaube, wir müssen so selber kurz... killen lassen von ihm. Was ist er denn? Da vorne, Digga, er ist ja lost. Was machst du, Bro? Hier bin ich. Müssen wir vielleicht... Nee, da hoch können wir ja nicht mehr. Hä, aber... Also er hängt eh fest, ne? Komm mal mit. Er ist ja so stuck. Denkt ihr, das geht jetzt nur nicht, weil er stuck ist? Oder was hätte ich hier jetzt machen müssen an dem Tor? Ich muss dich jetzt eher mal kurz umbringen, weil er bewegt sich da ja nicht. Kurz von der Map springen. Hat er nichts mehr gemacht, der Brehm? Da bist du ja. Gedick, ich hab den zweiten Kern hochgefahren. Hey, jetzt zurück bitte. Zu viele Interferenzen. Ich muss ihn in die Mitte locken. So, aber wie mache ich das hier auf? Das ist immer noch die Frage, die unbeantwortet bleibt. Diese Tore. Ich kann hier ja auch nochmal langlaufen. Na gut, Andy. Hier bin ich. Du gewinnst. Ich kämpfe nicht mehr. Aber Fakt ist, ich komme hier nicht in dieses Tor rein. Jetzt ist es auf. Okay. War eben nicht auf. Okay. Ja, eben war es zu. Keine Ahnung. So. Befreien wir ihn. Let's go. Ja, nix. Mir auch. Andy? Kay. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Diese BX-Einheiten sind zäh. Erschieß sie. Nein. Noch.
Verdient, Jalen. Verdient. Nicht schlecht. Das nehme ich. Geht's dir gut? Ging nie besser. Ich verstehe immer noch nicht, warum sie so eine krasse Besessenheit mit ND hat. Oder irgendwie habe ich, außer dass der Salma einen Arsch gerettet hat, nicht so gemerkt, dass sie so eine Bindung irgendwie haben. Es ist ja auch nur ein Druide, aber mein Gott. Ich werde mich nicht entschuldigen. Ich habe getan, was ich tun musste. Darum habe ich auch nie gebeten. Der Kodex kann viele Leben retten. Hier, das nochmal persönlich, du Arschloch, Alter. Und ich will meine retten. Dann hauen wir jetzt von hier ab. Doggy Mix! Gedick, kannst du mich hören? Oh, Kay, du lebst. Ich habe Asara und ND5 befreit. Wir brauchen dringend einen Turbolift. Verstanden. Da ist einer direkt vor euch. Ich rufe ihn. Ich renne hier einfach mal durch, ne? Oh, wenn hier schon Waffen liegen. Wissen wir alle, was das bedeutet. Da ist der Lift. Und da sind die Sturmtruppen. Hier gibt es keine. Einfach durch. Okay, okay. Vielleicht doch nicht. Ja, vielleicht doch nicht. Etwas low. Irgendwie Bug da geben. Wo? Sonst haben wir ein Problem. Ist hier nirgendwo Bug da. Was liegt hier? Ja, das hier sind doch Bug da Spritzen. Schnell, nimm die. Scheiße. Er hat aber auch dieses Explosivfass gedrückt, ne? Wenn er nur mich getroffen hätte. Typisches Sturmtruppler, ey. Wenn er nur mich getroffen hätte, wäre ich nicht gestorben. Sag ich euch ehrlich. Jetzt habe ich meine Waffe wieder nicht, Digga. Ich könnte kotzen, ey. Säubere den Maschinenraum. Ja, ich möchte das Präzisionsgewehr, ehrlich gesagt. Das ist mir jetzt lieber. Er trifft mich aber nicht. Heil dich! Junge, Junge, Junge. Viel zu knapp. Schuss. Da ist einer. Den krieg ich. Ne, krieg ich nicht anvisiert. Scheiße. Nur der. Aua. Gib mir die Waffe. Oh! Wie lange stehst du schon hier? Klasse, Nix. Okay. Nein! Nicht! Muss Faust rausholen. Jo, das ist zu viel. Ja, das mag sein, ja, wenn wir hier rauskommen. Wo Gegner? Da. Ehrlich, nur da. Mal die Waffe rein. Oh nein. Explosion. Oh!
Todestruppler! Nimm mir die Waffe. Junge. Sonst sehe ich keinen. Zack. Sonst ist hier wieder keiner. Ich könnte kotzen. Ich brauche Bagda. Was bringt mir dann nichts überhaupt? Nee, das ist einer von uns. Ich brauch Bagda. Oh, greift den an, bitte. Oh, greift den an. Der killt uns. Ja, natürlich! Du bist ein Hurensohn, du elendiger Todestruppler! Digga, ich rass richtig aus hier, ey. Was ist denn das für ein verfickter Maschinenraum, ey? Wenn wir hier rauskommen, müssen wir die Rebellen. Oh! Unsere Chancen sind auch nicht berauschend. Meine Fresse, ey. Die paar Wichs-Sturmtruppen hier. Ja, du bist der Geiste da ganz hinten wieder. Der hat mich gekillt da ganz hinten. Ja, und ich treffe den nicht mal. Ja, die Leiter kann man auch nicht benutzen, oder was? Mein Gott, werd ich hier aggressiv. Ach, das ist ein Todesdruckler. Ja, das ist wieder unser Tod. Fall da runter rückwärts, ehrlich. Spast. Du bist ein Hurensohn. Du solltest die Waffe aufheben! Boah, ich rast gleich aus! Ja. Heb diese Scheißwaffe auf! Das Fass, genau. Sonst bin ich scheiß Waffe im Krieg. Junge.
Wir die immer noch nicht, ne? Junge. Wie zerrt sie den Blaster? Oh. Eben waren das nicht so wenig Gegner. Ich check das nicht. Die ganze Zeit sind es 10 Milliarden Gegner gewesen. Jetzt waren es 5. Ich krieg so einen Anfall, wirklich. Meine Fresse, regt mich das auf. Ja, wollt ihr vielleicht mal in den Lift kommen? Ist nur so eine Frage. Hallo? Penner, ey. Boah, nee. Nee. Das war mir wieder zu viel hier. 46 Minuten. Hey, ND5, Asara! Unfassbar, dass ihr das geschafft habt. Ja, danke mir später. Die Sturmtruppen werden bestimmt nicht weniger. Wir müssen hier weg. Ja, einfach rennen. Es sind einfach zu viele. Einfach so. Oh. Ach du Scheiße. Ja, Bruder, wo soll ich denn hin? Wo soll ich denn hin? Wo ist mein Team überhaupt? Die sind da einfach durchgerannt, oder was? Ich hab die nicht mehr gesehen. Die sind da despawned. Die hauen einfach ab. Was ist das? ND5, Asara. Unfassbar, dass ihr das geschafft habt. Ja. Ich stand hier, dann kommen da 10 Millionen Leute und die sind einfach gespawnt. Wo sind die denn hingegangen? Ich renne hier jetzt einfach durch. Mir doch egal, lasse ich euch dieses Mal zurück, ihr Wichser. Einfach durch. So, auf geht's. Und tschüss. Scheiße ich auf die anderen. Ja, in der Katzenseite wieder da. Ich wäre ohne euch verschwunden, ihr Wichser. MD, ich brauch den Hyperantrieb. Komm schon. Kivo-Basis, hört ihr uns? Thais, Kobus der Huha. Kivo-Basis, komm. Daniel, ihr müsst abrücken. Hyperantrieb online. Wir können springen. Ich dachte außerdem, wir wären im Hyperraum. Das Imperium weiß, wo ihr seid. Hört ihr mich? Leite Energie auf die Schilde um. Auf die Schilde? Ist das dein Ernst? Gigi Sabona Taklis? Asara, versuch's weiter. Eine Notfunkpaki? Ich fordere einen Gefallen ein. Hoffe ich. Lang war gerade diese Katzen, ja, wo die einmal nur Knöpfe gedrückt haben. Ich hatte 3 Kampfstaffeln T-Jäger. Okay. Ich habe unser Schiff noch nicht einmal geupgradet, ne? Ich möchte nur sagen. Gegner von links. Geschütz ist aktiv. Kivo-Basis, hört ihr mich? Wir noch nicht ein einziges Mal. Der sich in Position für eine Bombardierung begibt. Daniel, kannst du mich hören? Es kommt nichts durch. Alter, was geht denn hier auf einmal ab? Ich versuche das Signal zu verstärken. Aber du ziehst hoffentlich keine Energie von den Deflektoren ab. Daniel, Kivo-Basis. Müssen die Geschütze hier auch ausschalten. Komm, hört ihr mich? Mann! Der Schild ist hinüber. Wieder ein bisschen weg. Wir haben viel eingesteckt. Shitstorm ist online. Gehealt. Sie haben uns getroffen! Wir sind hinter mir. Das war's mit unserem Schild. Ach Quatsch. Ich
Ich erreiche die Basis nicht. Die müssen einen Störsender haben, um den Funk zu blockieren. Kay, du musst ihn zerstören, damit die Nachricht die Rebellen erreicht. Ja! Von links! Ja, hab's verstanden! Geschütze erledigt! Kay, der imperiale Kreuzer stört unsere Kommunikation. Schalten wir ihn aus. Triebwerke außer Betrieb. Wir sterben, ne? Ich bin One-Shot. Ach, ich bin schon tot. Okay. Ja, ich habe nicht ein einziges... Oh, wenn ich gewusst hätte, dass... Ich habe nicht einmal mein Schiff geupgradet, ne? Während der ganzen Story. Nicht einmal, ich war nicht einmal bei dem Schiffsmechaniker. Die müssen einen Störsender haben, um den Funk zu blockieren. Ja, ah ja, die Geschütze sind hier wieder gespawnt, die wir hier schon zerstört haben. Das ist frech. Das finde ich sehr frech. Das macht man nicht. Ziele auf die feindlichen Schwachstellen. Ja, wie oft soll ich denn noch A drücken? Die scheiß Rakete da. Ich mach gleich unser Heal. Hoffentlich nicht zu spät. Komm, ich will das noch zerstören. Komm schon! Okay, weg ist es. Und jetzt? Und jetzt? Cutscene? Oh. So? Aha. Sie reagiert nicht. Warum reagiert sie nicht? Faktorstrahl. Asara, bitte komm! Daniel, konntet ihr fliehen? Luftunterstützung. Okay, nicht schlecht. Aber nicht genug. Was ist? Jemand reagiert auf die Barke. Kusa. Die Sieger haben deinen Hilferuf gehört. Ja! Ich euch, eure Hoheit. Königin, Ashiga. Wir fordern eine Gegenleistung. Und was? Den Codex. Wir brauchen ihn. Ah, klar. Na gut. Sagt den Rebellen, dass wir Verbündete sind. Für heute. Sehr gut. Ja, kann der durchsteigen. Tja, let's go gegen die Offenbarer dann, wa? Warum können wir nicht los, bevor sie es sich anders überlegen? Ja, klar. Ehrlich. Die Rebellen rücken ab. Aber wenn dieser Sternzerstörer auf die Fabrik feuert, wären die Auswirkungen auf die Führer katastrophal. Verstanden. Das ist mal Luftunterstützung. Aufhalten. Können wir diesem Ding überhaupt was anhaben? Nicht durch diese Schilde. Okay, du musst die Schildgeneratoren zerstören. Das machen wir, das kennen wir doch. Wir wissen, wo die sind. Aus dem Todesstern DLC. Und natürlich auch so. Also gut, Daniel. Sei ehrlich. Haben wir eine Chance gegen das Ding? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich würde sagen 80 zu 20 fürs Imperium. Oh, gar nicht so schlecht. Zack. Bisschen hier rumfliegen und schießt zum Glück sonst eigentlich fast niemand an. Ashiga Sternjäger, wie geht es der neuen Königin auf Kijin? Oh, jetzt haben wir aber ordentlich Damage bekommen. Schilde fahren hoch. Der Reaktor ist unten natürlich. Warnbrecher, diese imperiale Form ist beeindruckend. Ja, darum habe ich mich schon gekümmert. Das hier ist nur der Rest. Turbolaser neutralisiert. Gut, nur weiter, Ken. Ich will nicht den Turbolaser da abschießen, Mann. Schießt automatisch auf den. Zack, das war der Reaktor. Ich komme hier nicht mehr. Okay, Katzi. Ich habe Explosionen an Bord und eine Kettenreaktion im Antrieb der Offenbarer. Das hätte ich nie gedacht. Ich auch nicht. Oh, Tago. So cool. Ja, aber so ein ISD, einen Imperial Star Destroyer zu zerstören, das weckt doch Aufmerksamkeit, oder? Was finden wir von hier?
Oh, aber wunderschöner Shot. Was? Gut. Ich meine nur, die Infos aus dem Kodex. Jalen hatte recht. Wir können das Blatt in diesem Krieg wenden. Du meinst es ernst? Wir hatten Glück. Ein Sternzerstörer auszuschalten, ohne bezahlt zu werden, ist Glück? Wir könnten dich brauchen. Mit dem Gebrauchtwerden bin ich durch. Pass gut auf dich auf, Asara. Was ist mit dir? Danke, danke. Ventamino Luna de Tabola, Ginuma. Titoki das Legaton. Das ist schade, denn ich habe da was. Es geht um Druiden und Casinos. Troy über Kavapagua. Und Tresore, die man sprengen kann. Okay, über die Meer. Ich wünsche euch viel Spaß. Aber ich hau euch denn raus, wenn ihr es vergeigt. Schätze, ich schulde euch was. Also bezahlst du ihre Rechnung oder ich? Schade, dass wir jetzt das normale Outfit von ihr anhaben. In der Katze. Lass einfach das Licht an, Bram. Solange du willst. Der hätte dich nicht vertraut. Wenn du auftauchst. Ich will meine 20%. 10. Aber ich habe was Besseres. Ich dachte, der Kodex wäre verschollen. Für alle anderen? Da stehen genug Geheimnisse drin, um dein eigenes Geschäft aufzuziehen. Denk an mich, wenn dir die Unterwelt gehört. Ich bräuchte einen Partner. Ich habe schon einen. Aber hey, ich bin leicht aufzuspüren, oder? Und? Wohin als nächstes? Wohin wir wollen, Andy. Erfolg freigeschaltet, 100G. Zerstöre die Offenbarer. That's it, my friends. That's it. War eine lange Reise, würde ich sagen. Eine schöne. Ja, manchmal ist mir ein bisschen, wurde ich ein bisschen zur Weißglut getrieben vom Spiel. Aber das war's. Das war's mit der Main Story von Star Wars Outlaws. Das Projekt wird allerdings noch weitergehen. Im Sinne von, den 100% machen auf den ganzen Planeten. Lando haben wir auch noch gar nicht gesehen. Den habe ich in meinem Playthrough tatsächlich gemisst. Den gibt es da aber noch als Experten. Und wir haben eine Post-Credit-Scene. Die beste Hackerin der Galaxis, bezahlt mit markierten Kredits. Jalen Rex war ziemlich clever, was? Du kennst also meine Akte. 10 Crews in 9 Jahren, kein Heim, keine Familie und absolut keine Bindungen. Bis auf eine. Hast du eine Ahnung, was das ist? Der Mindesteinsatz auf der Rennbahn. Ein Sender. Ein ziemlich starker. Selbst gebaut. Mindestens 10 Jahre alt. Wer den gebastelt hat, wollte jederzeit ganz genau wissen, wo sein Ziel ist. Ergibt Sinn? Es kann nicht immer jemand für dich da sein.
Aber dann zählt es umso mehr, wenn doch. Nicht schlecht. Für eine Imperiale. Sie braucht wohl noch mehr Zeit, um über ihre Taten nachzudenken. Mir nach, Soldat. Ich sag nix. Ich sag doch was, okay. Ja, wo ich aufgehört habe, wir werden natürlich das Ganze noch auf 100% machen, das heißt 100% Erfolge. Wir haben noch zwei Syndikate, die wir maxen müssen. Wir müssen einmal den Ruf komplett runterbringen, wir müssen noch ein paar Aufträge machen, wir müssen Lando noch treffen. Es gibt also noch einiges zu tun. Ich kann das jetzt tatsächlich so ein bisschen skippen. Ich hoffe, ihr seid da dabei. Ja. Ihr habt da Bock drauf. Ich hab da richtig, richtig Bock drauf, das Ganze noch zu vollenden. Auch wenn es das mit der Story natürlich erstmal war. Ich scroll hier in der Zeit nochmal runter und guck mal, ob vielleicht noch irgendwas kommt. Kann ich das auch mit X? Ja, kann ich. Auch mit X überspringen. Mal gucken, ob hier noch irgendwas kommt oder ob es das jetzt war, ob wir ins Hauptmenü geschmissen werden. Suche abgebrochen. Okay. Nee, das war's tatsächlich. Also wir sind jetzt wieder auf Toshara, wie ich das sehe. Und haben jetzt, ja, nochmal Zeit, um alles quasi zu machen. Ja. Finde ich sehr gut. Das war's. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns jetzt wieder ein bisschen unregelmäßiger zu Outlaws. Also nicht mehr 2 Folgen pro Tag, sondern so, wie es die Zeit eben hergibt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und es war mir eine Ehre. Bis dahin. Ciao.